Und ich bitte euch gleichermaßen um die Aufmerksamkeit. Bitte schön. Liebe Piraten, wie ihr wisst, kandidiere ich auf Listenplatz 2 für den Niedersächsischen Landtag. Und ich würde noch gerne einmal erklären, warum es wichtig ist, dass wir in Niedersachsen eine starke Piratenfraktion haben, die sich gegen Einschränkungen der inneren Sicherheit und für mehr Demokratie und Transparenz im Landtag einsetzt. In letzter Zeit ist viel Kritik geübt worden. Es wurde gesagt, wir Piraten seien nicht professionell genug, wir tragen unsere Meinungsverschiedenheiten öffentlich aus und unser Vorstand, ja, der Vorstand bekommt keine Beinfreiheit bei uns. Wir tragen mehrheitlich immer noch keine Anzüge und wir stellen unbequeme Fragen und das konsequent. Im schleswig-holsteinischen Landtag hieß es sogar bei der Debatte um Laptop-Verbot und Geheimräte von Seiten der Opposition, ja, sind wir denn hier im Kindergarten? Liebe Piratinnen und Piraten, wenn die anderen Kinder nicht mit uns spielen wollen, weil wir keine Anzüge tragen und unbequeme Fragen stellen, ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht. Denn Kinder gehen unvoreingenommen an Problemstellungen heran, denn sie haben noch nicht unsere sozialen Schubladen verinnerlicht. Sie stellen unbequeme Fragen. Wer Kinder hat, der weiß, es ist immer schwer, etwas zu erklären, denn der Verweis darauf, dass etwas nun mal so ist und immer so bleiben wird und deshalb so sein muss und man es hinnehmen muss, der funktioniert bei Kindern nicht. Denn Kinder haken nach, sie sind wissensdurstig, kreativ und probieren neue Lösungen gerne aus. Und genauso sind wir Piraten und das ist gut so. Denn wir sind neugierig, kreativ und wissensdurstig. Wir Piraten sind keine Berufspolitiker und wir wollten es auch niemals werden. Wir sind Bürger, die von einem Moment auf den anderen in Landtage gewählt worden sind. Dementsprechend unvoreingenommen setzen wir uns mit unserer neuen Umgebung in der politischen Arena auseinander. Und das ist gut so, denn wir stellen die richtigen Fragen. Wir setzen uns mit unserem Umfeld dahingehend auseinander, dass wir unsere Strukturen, aus denen wir kommen, versuchen zu übertragen und dahingehend Fragen stellen. Wir kommen aus basisdemokratischen Strukturen, wo jeder mitreden kann, wo jeder Anträge stellen kann, jeder Stellung beziehen kann. Und wir sind es gewohnt, dass jemand was zu sagen hat, auch wenn er keinen Posten hat und kein Amt. Und das ist gut so. Wenn ich mich hier umschaue, dann sehe ich Redakteure, Forscher, Sozialwissenschaftler, Politologen, IT-Systemadministratoren, Schüler, Kaufmänner und Studenten. Und es gibt eine Form von Wissen, die kann man sich nicht in der Uni aneignen und die kann man sich auch nicht anlesen. Und wenn ich sehe, dass derzeit Politiker über Sozialgesetze entscheiden und sich dabei in ihrer eigenen Filterbubble aus Politprofis und gehobener Ober- und Mittelschicht bewegen, dann habe ich den Kaffee auf, muss ich ehrlich sagen. Denn wir haben diese Bildungslücke, die diese Leute haben, nicht. Wir wissen genau, wie es ist, wenn man die Miete später erst überweisen kann, weil die Studiengebühren aufs Konto schlagen. Wir lesen sinkende Reallöhne von unseren eigenen Konten ab und nicht aus dem Wirtschaftsteil der FAZ. Wir ärgern uns über steigende Mieten und wir gehen zu Demonstrationen nicht, weil wir unser Gesicht in die Kamera halten wollen. Wir sind gegen Überwachung bei Demonstrationen, sondern weil uns Ideale wichtig sind, weil wir für diese Ideale eintreten wollen, nicht nur auf der Straße, sondern auch im Landtag. Und ich bin fest davon überzeugt, liebe Piratinnen und Piraten, dass die Demokratie keine Berufspolitiker braucht. Was wir brauchen, sind normale Menschen in den Parlamenten, Menschen, die wissen, wie es ist, zu leben. Denn die beste Regierung ist die, die gar nicht regiert. Wir brauchen dringend Nonkonformisten, die politische Systeme gestalten wollen, die politische Systeme hinterfragen und einen Patch für die Demokratie entwickeln. Wir befinden uns momentan in einer Krise der parlamentarischen Demokratie, denn jeder, der die Umfragewerte und die Wahlbeteiligung kennt, kann das nicht leugnen. Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik und das ist traurig, denn Politik bedeutet die Chance, die eigenen Ideen einzubringen und zu realisieren. Und daher brauchen wir keinen Klon von anderen Parteien. Das wollten wir niemals sein, sondern wir wollten immer das Update sein, wir wollten etwas reparieren und ich glaube, das schaffen wir auch.
Denn unsere Demokratie braucht nicht noch mehr Anzugträger, nicht noch mehr Schnittchenesser und nicht noch mehr hyperreale Mediengestalten. Nicht noch mehr aalglatte Politsprecher und nicht noch mehr Projektionsflächen für Allgemeinplätze. Denn darin sehe ich keinen Mangel in der politischen Arena. Da braucht man sich nur umzuschauen. Was unsere Demokratie dringend braucht, ist mehr Glaubwürdigkeit und mehr Authentizität. Und diese Glaubwürdigkeit und Authentizität, die bewahren wir am besten darin, dass wir so bleiben, wie wir sind, dass wir uns nicht verbiegen lassen in dem, wie wir unsere Politik gestalten, indem wir uns dem sozialen Druck nicht beugen, etwas anders machen zu wollen, uns anzupassen, sondern indem wir unsere Strukturen behalten. Denn ich glaube, die Menschen wählen uns gerade deshalb, weil wir normale Menschen sind und keine allglatten Politiker, weil wir etwas anders machen wollen und nicht zuletzt deshalb, weil wir den anderen Parteien einen Spiegel vorhalten und ihnen genau zeigen, was falsch läuft hier und warum immer mehr Menschen nicht zur Urne gehen wollen und stattdessen lieber zu Hause bleiben und sich trotzdem über Politik ärgern. Wir sind dazu da, die richtigen Fragen zu stellen. Denn Antworten auf alles, das hat keiner. Und wer das behauptet, der lügt. Wir Piraten reden nicht um den heißen Brei herum. Wir veröffentlichen unsere Nebeneinkünfte, während im Bundestag über Detailfragen gestritten wird. Denn die Lobby, die wir vertreten, die sitzt immer mit uns am Tisch. Die ist mit in unserer Partei. Die hat uns durch und durch unterwandert. Und die ist dabei, wenn wir uns mit Interessenvertretern treffen. Die hört unsere Podcasts, die wir daraus erstellen, unsere Zusammenfassung. Und manchmal, wenn wir einladen, einfach mitzukommen, dann kommt sie mit und redet mit uns und den Leuten, die ihre Interessen uns vortragen wollen. Denn unsere einflussreichste Lobby, das ist der Bürger. Und wir bekommen keine großartigen Unternehmensspenden. Die wollen wir auch nicht. Denn wir wollen abhängig bleiben von einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung. Und die haben wir. Liebe Piraten, liebe Bürger, es geht nicht nur um Parlamente und um Sitze, es geht auch um Parteistrukturen. Denn das Mitgliedersterben in allen Parteien zeigt, dass wir ein massives Problem hier haben, auch bei den etablierten Parteien. Deshalb brauchen wir neue Lösungen und neue Modelle. Wir proben nach innen, was wir nach außen hin von der Demokratie fordern, und das ist authentisch. Und wenn es auch nach außen hin vielleicht manchmal anstrengend erscheint und umständlich und langwierig, wenn jeder zu einem Antrag Stellung beziehen kann und jeder Anträge stellen kann. Ich glaube, liebe Leute, das ist die Anstrengung allemal wert. Denn Demokratie braucht Zeit, Demokratie braucht Geduld, um zuzuhören, um wirklich zuzuhören und nicht nur zu simulieren, dass man zuhören würde. Und Demokratie braucht vor allem den Diskurs und den Austausch von Argumenten und keine Simulation. Und der Preis, den wir für unseren Versuch der direkten Demokratie zahlen, das ist allemal wert, denn wir bekommen dafür echte Mitbestimmung und keine Simulation. Wenn ich die Headlines in den Zeitungen lese, dann sehe ich oft das Wort Chaos. Uns wird unterstellt, wir wären chaotisch, wir hätten kein System und keine Struktur. Aber liebe Piraten, das, was ich hier sehe, ist eine sehr, sehr gute Struktur und eine gute Ordnung. Aber sie unterscheidet sich eben massiv von dem, was wir bisher in Parteien gesehen haben. Und das ist gut so. Denn unsere Strukturen sind darin begründet, dass wir uns in dem, was wir in der Demokratie momentan sehen, einfach nicht wiederfinden. Genauso wie viele Bürger sich nicht wiederfinden. Und daher ist es wichtig zu akzeptieren, dass etwas, was chaotisch ist, vielleicht nur deshalb als Chaos bezeichnet wird, weil wir es nicht verstehen. Das ist in der Natur genauso. Wenn etwas nicht verstanden wird, bis die passende Formel gefunden wurde, wird es als Chaos bezeichnet. Doch eigentlich haben wir eine Ordnung, wir haben eine Struktur und die ist anders und die soll auch anders bleiben. Denn wir wollen etwas verändern und nicht nur behaupten, dass wir es tun. Liebe Piratinnen und Piraten, bleibt bitte genauso, wie ihr seid. Behaltet eure bunten Haare, eure Kapuzenpullis und euren Nerdhumor und eure Aluhüte, eure Laptops, eure 3 Laptops auf Parteitagen und die Bällebäder. Bitte behaltet die Bällebäder. Applaus
Behaltet eure Kreativität, eure Unverbrauchtheit und eure Unkonventionalität und vor allem behaltet eure Ideale. Denn Ideale sind wichtig in der Politik und die werden viel zu oft hinten dran geschoben vor Sachzwangdebatten, vor Realitätsabgleichen, vor Kompromissen. Wir wollen keine faulen Kompromisse, wir wollen echte Mitbestimmung. Und es gibt genug Menschen, die uns gerade deshalb gewählt haben, weil wir anders sind, weil wir etwas anders machen wollen, abseits von Sachzwangdebatten. Wir wollen die richtigen Fragen stellen und wir sollten mutig genug sein, glaube ich. Und das sind wir, um zu akzeptieren, dass wir nicht auf alles eine Frage haben können. Denn wer behauptet, auf alles eine Antwort haben zu können, der kann nur lügen. Und es ist schwer, das zu akzeptieren, aber wir sollten die Ehrlichkeit behalten, nicht in Politsprech zu behalten, zu verfallen. Das machen alle anderen sehr gut und sehr kompetent. Manche Fragen, die kann man nur dann beantworten, wenn man außerhalb von Schubladen denkt. Und manche Antworten findet man nur, wenn man auf etwas unvoreingenommen eingeht. Und ich denke, wir sind jung und unverbraucht und wir sind idealistisch. Und das ist kostbar. Und wir sollten unsere Ecken und Kanten, die wir nun mal haben, die alle Menschen haben, bewahren. Denn einmal abgeschliffen ist es sehr schwer, sie jemals wieder zurückzuholen. Und wir brauchen dringend mehr Nonkonformisten in der Parteienlandschaft. Wir brauchen mehr Neinsager statt Abnicker. Wir brauchen Mutige, die die Wahrheit aussprechen, wenn der Kaiser keine Kleider trägt, während alle anderen applaudieren. Danke.